Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Die Misk Razor, das dedizierte Racing-Schiff von Musashi Industries Space Flight Concern, glaube war es, ist jetzt ja gerade aus dem Konzeptziel raus. Trotzdem gibt es jetzt halt noch das Q&A hier in Videoform von mir. Und das ist ein bisschen kürzer ausgefallen. Normalerweise sind das dann ja immer 20 Fragen. Diesmal sind es nur 10. Weiß der Deibel, was da jetzt passiert ist. Aber nichtsdestotrotz fange ich jetzt erstmal an. Und zwar die erste Frage war, welche Schiffe werden eine Razor beherbergen und starten können? Antwort ist schwer zu sagen momentan, aber die Faustregel lautet, jedes Schiff, das eine M50 tragen, also beherbergen und starten kann, wird das auch mit der Razor tun können. Also dementsprechend kann dieses Schiff da drin dann auch versorgt werden. Zweite Frage, welchen Zweck erfüllt die Razor außerhalb des Racing-Segments? Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage und die Antwort ist, die schmale Bewaffnung der Razor macht sie nur im Notfallkampf tauglich und sie wird im offenen Konflikt echten Fightern immer unterliegen. Geschwindigkeit und Reichweite jedoch machen sie am ehesten zu einem Abfangjäger, wenn überhaupt, also ähnlich der M50. Okay, mal sehen, wann sie sich da widersprechen. Nächste Frage, was unterscheidet die Razor von einer M50 oder einer 350R? In einem Wort Treibstoffeffizienz. Die Razor wird im Rennen länger durchhalten können, ohne auftanken zu müssen, was ihr einen strategischen Vorteil verschafft, da sie in Sachen Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit entweder der M50 und oder der 350R unterliegt. Also die sind halt, also in der Beschleunigung oder in der Reichweite ist glaube ich die 350R stärker, die M50 ist eine Beschleunigung stärker und die Razor ist dann irgendwo dazwischen. Da gibt es dann aber jetzt gleich noch halt so kurz einen Abriss zur Atmosphärentauglichkeit der Razor. Machen wir erstmal weiter. Soll die Razor einen Jump Drive haben können? Ja, das ist der Plan. Jedes Schiff, das einen Quantum Drive hat, soll zumindest einen Jump Drive nachrüsten können. Das sind doch eigentlich gute Neuigkeiten, oder? Wie unterscheidet sich das System zur Treibstoffgewinnung zu dem einer Mustang Omega? Wie wirkt sich das im PU aus? In einem Wort, effizienter. Also es ist effizienter, das Treibstoffgewinnungssystem der Razor. Es ist halt, wenn man es einfach sieht, so, dass die Razor pro Sekunde mehr Treibstoff regeneriert als andere Racing-Schiffe. Ein weiterer Unterschied der Razor ist, dass die Flugrichtung dafür keine Rolle spielt, da die Ansaugstutzen in dieser Art zweiten Haut komplett über den Rumpf verteilt sind und damit es egal ist, in welche Richtung das Schiff fliegt, um Treibstoff generieren zu können. Das ist bei den anderen nicht so, weil da sind die Ansaugstutzen vorne. Wenn du zum Beispiel seitwärts strafst, regenerierst du nicht. Wenn du vorwärts fliegst, regenerierst du. So einfach. Sind Varianten geplant? Nein, nicht im Moment. Es soll aber verschiedene Skins geben später, also Custom Paint Jobs nennen sie das halt. Nächste Frage. Die Razor hat einen im Vergleich zur M50 relativ kleinen Reaktor bei gleich großen Triebwerken. Heißt das, dass die Triebwerke der Razor effizienter sind als die der M50? Wow, no shit, Sherlock! Ja, das heißt es, weil es ist ja von Musashi Industries, dementsprechend steckt da Xian-Technologie drin und das bedeutet höhere Treibstoffeffizienz. Dementsprechend, die Xian-Technologie ermöglicht tatsächlich einen kleineren Reaktor zu verbauen bei gleicher Triebwerksleistung, was bei dem sehr leichten Rumpf zu einer der M50 vergleichbaren Performance führen wird. Ja klar, kleiner Reaktor wiegt weniger, das Ding, glaube ich, wiegt ja nur 6,5 Tonnen oder so, das ist totales Fliegengewicht, dementsprechend halt so wird das halt der M50 relativ ähnlich beschleunigen können oder sogar besser. Wie widerstandsfähig wird die Razor im Vergleich zu den anderen Racern sein? Die Razor ist mit Ausnahme der Archimedes das strukturell schwächste Schiff und wird daher sehr anfällig für Schäden sein. Diese werden die Performance des Schiffes auch stark beeinflussen, besonders die Treibstoffregeneration. Aha? Ernsthaft? Das ist auch an. Ihr habt gerade eben oben geschrieben, dass das Ding am ehesten noch ein Abfangjäger sein soll. Jetzt wird hier geschrieben, dass halt die Performance des Schiffes halt extrem von der Anfälligkeit gegen Schäden beeinflusst wird. Das wird besonders die Leute freuen, die das Ding sich jetzt halt eben als Abfangjäger gekauft haben. Aber hey, ist ja egal, wir haben beim Konzept-Video, haben ja Wiesen und Sawyer halt schon ausdrücklich betont, dass das halt wirklich ein Formel-1-Wagen ist, der eigentlich zu nichts anderem gut ist. Kommen wir jetzt einfach zur letzten Frage. Die fand ich besonders abgefahren, wie sich manche Leute es so herleiten, aber gut. Bedeutet die aerodynamische Silhouette, dass die Tragflächen tatsächlich funktionieren werden und damit, dass wir eine realistische Simulation des Atmosphärenfluges für alle Schiffe erwarten können? Wenn ja, gibt es einen Schalter, um den Modus des intelligenten Flugkontrollsystems dafür umzuschalten? Okay, ja, also was man halt eben nicht aus so ein paar Stummelflügeln, aber welche Tragflächen, Herrgott, das Ding hat eine Aerodynamik wie eine Aurora, na gut, okay, jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich meine, weißt du, Auftrieb, womit denn, weißt du, Würfel fliegt auch, wenn man ein Triebwerk dran macht, was stark genug ist, egal, jedenfalls die Antwort von CIG darauf ist,
Das intelligente Flugkontrollsystem gleicht automatisch alle Unterschiede zwischen Raum- und Atmosphärenflug aus. Ebenso ist der Übergang zwischen Raum- und Atmosphärenflug automatisch. Man soll also im Handling erstmal keinen so großen Unterschied spüren. Jedoch, momentan werden Gravitation und Luftwiderstand für jedes Schiff simuliert, wenn es sich in einer Atmosphäre befindet. Die Razor wird sich also besser fliegen als andere Schiffe, jedoch wird sie durch ihre geringe Masse anfälliger für Turbulenzen sein. Okay, aber das ist ja zum Beispiel eine Info, die ich echt wertvoll finde. Das bedeutet ja tatsächlich, dass man mit einer Herald sich dann wirklich nicht unbedingt in die Atmosphäre begeben sollte, wenn man vorhat, da noch irgendwie halt wieder rauszukommen. Werden wir sehen, was das werden wird. Aber gut, also ich meine, Herrgott, ja, es ist halt ein Rennwagen, es bleibt ein Rennwagen. Und nein, meinen kann man damit auch nicht. Liebe Freunde, das war das Q&A zur Misk Razor hier von mir auf dem Crash Academy Channel. Liked und disliked die Episode, wie immer, wie sie euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, abonniert den Kanal, abonniert den Kanal. Vielen lieben Dank für dieses tolle Abo. Und vor allen Dingen schreibt uns in die Kommentare, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt. Oder quatscht mit uns einfach über Star Citizen, das freut uns auch ganz besonders. Kickt mal auf Patreon vorbei, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und Dose sagt euch jetzt wie immer bis zum nächsten Mal und see you on the flight deck.